Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema kleine Dinge, die dein Leben glücklicher machen. Ich habe 10 Tipps, die ihr in euren Alltag einbauen könnt, was einfach so ganz, ganz kleine Dinge sind, die euer Leben einfach ein bisschen leichter, fröhlicher und schöner machen. Tipp Nummer 1, umgib dich mit Motivation. Also umgib dich mit Menschen, die motivierend auf dich wirken. Umgib dich mit motivierenden Sprüchen. Ich habe zum Beispiel im Haus ganz viele Bilderrahmen mit motivierenden Sprüchen. Meine Bettwäsche enthält auch einen motivierenden Spruch. Umgib dich mit YouTube-Videos, die dich motivieren. Leute, die YouTube-Videos machen, die dich motivieren. Mit motivierenden Podcasts. Also umgib dich einfach in deinem Alltag mit Motivation. Tipp Nummer 2, umgib dich mit schönen Dingen. Also kauf dir mal einen Strauß Blumen, so ganz spontan, entweder beim Einkauf sowieso oder geh richtig mal in einen schönen Blumenladen und such dir was Schönes aus und drapier die Blumen dann schön an einer schönen Stelle im Haus, wo du öfter vorbeikommst, in einer schönen Vase, vielleicht auch sogar Blumensträußen an mehreren Orten. Also umgib dich einfach mal ganz spontan mit schönen Dingen. Tipp Nummer 3, lies. Und zwar lies etwas, was dich beim Lesen erheitert, was dich fröhlich macht oder was dich deiner Realität entfliehen lässt. Ja, Fantasy ist dazu natürlich immer sehr gut geeignet. Oder ein Liebesroman oder irgendwas, was dich beim Lesen fröhlich stimmt und was das noch so ein bisschen nachklingen lässt. Also kein Buch bitte, bei dem du weinen musst oder was dich traurig macht und runterzieht, sondern ein Buch, was deine Stimmung anhebt. Vielleicht auch ein Buch, was dich persönlich ein bisschen weiterbringt, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann dir gerne mal ein paar Buchtipps unten in der Infobox verlinken. Tipp Nummer 4, schau die Serie Modern Family. Ich schaue sie gerade aktuell, sie umfasst 8 Staffeln und ist so, 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 so gut. Es ist quasi eine Großfamilie. Du hast quasi den Vater, der eine jüngere Frau geheiratet hat, die noch ein Kind haben. Und dann hast du seine Tochter, die wieder eine Familie hat und seinen Sohn, der wieder eine Familie hat. Und das ist so lustig und es ist so erheiternd. Und ich habe immer gute Laune, wenn ich das gucke. Und das ist auch schön für nebenbei, weil es nur so 20 Minuten geht, ist für uns Mamas perfekt. Und es macht einfach so gute Laune. Du kannst ständig lachen und du wirst einfach fröhlich, wenn du es dir ansiehst. Und genau darum geht es ja. Tipp Nummer 5, miste aus. Befreie dich einfach mal von Altlasten. Du kannst das Ganze ganz unkoordiniert natürlich angehen. Also ich miste sehr, sehr gerne aus, wenn es mir schlecht geht und dann mache ich einfach, was mir so ins Auge springt. Mein Kleiderschrank, die Spielsachen der Kinder, der Küchenschrank, irgendwas. Du kannst das Ganze aber auch sehr systematisch angehen und da empfehle ich dir dieses Buch hier. Das ist nur, was ich mag. Leben kann so einfach sein von Cissy Ganziora. Ist auch eine YouTuberin, kennt ihr vielleicht von Typisch Cissy. Mega. Das ist genau so, wie ich das mag. Also ich kann mich mit Minimalismus zum Beispiel nicht identifizieren, aber das, was sie macht, ist richtig gut. Es hat System, sie gibt ganz viele Tipps. Also im Grunde habt ihr dann, wenn ihr das durchgearbeitet habt mit ihr zusammen, euer komplettes Haus entmistet. Ich empfehle das. Das macht frei, das macht gute Laune. Ich liebe es, auszumisten. Und dafür kann ich euch dieses Buch hier sehr empfehlen. Tipp Nummer 6. Meditation. Ich habe es schon ganz, ganz oft gesagt und ihr müsst euch mal so von diesem Spirituellen frei machen, weil damit hat das im Grunde erstmal gar nichts zu tun, weil Meditation ist für mich einfach Energie zu bekommen, runterzukommen, mal abzuschalten und wenn es mal 5 bis 15 Minuten sind, einfach sich auch Zeit für sich zu nehmen. Es gibt auch sowas ganz Cooles, ist eine Tee-Meditation. Also du machst dir eine Tasse Tee, setz dich an einen ruhigen Ort, wo dich keiner stört und während du diesen Tee trinkst, machst du dich mal völlig frei. Ja, beobachtest den Dampf, wie der aus der Tasse steigt, riechst an deinem Tee, trinkst den, schmeckst den, merkst, wie der so deinen Rachen runterläuft. Also konzentriere dich mal nur auf das Tee trinken. Schon das ist eine Art von Meditation und lässt dich einfach mal runterkommen. Tipp Nummer 7 ist Yoga. Das ist etwas, mit dem ich jetzt auch beginnen möchte. Sobald es wieder im Kindergarten ist, möchte ich regelmäßig Yoga zu Hause machen. Ich werde aber auch einen Yoga-Kurs besuchen. Und welchen YouTube-Kanal ich euch für Yoga-Einsteiger empfehlen kann, mit dem ich auch arbeiten werde, ist der von Julia Spiritual Living. Die habt ihr schon mal auf meinem Kanal kennengelernt. Und sie macht auch Yoga-Videos für Anfänger. Tipp Nummer 8 sind Podcasts. Habe ich vorhin schon gesagt, es gibt so geniale Podcasts, die ganz, ganz viele Tipps bringen, was dich
was dich deinen Alltag erleichtern lässt oder die einfach so eine geniale Stimme haben, wo du abschalten kannst oder die halt tolle Themen haben. Wenn du das hörst, dann wirst du einfach fröhlich. Ich verlinke euch da gerne mal ein bisschen was in der Infobox. Mein Tipp Nummer 9 ist Musik. Ja, natürlich, wenn es uns nicht so gut geht, machen wir halt Musik an. Also Musik ist etwas, sollte euch den ganzen Tag umgeben. Ja, das kann früh das Erste sein, wenn ihr in die Küche kommt, dass ihr das Radio anmacht mit eurer Lieblingsmusik. Das kann im Kinderzimmer Kindermusik sein, auch die macht fröhlich. Einfach, dass ihr in jedem immer die Möglichkeit habt, irgendwo Musik bei euch anzumachen. Ja, auf dem Handy natürlich sowieso, die Musikanlage im Wohnzimmer oder am PC, dass ihr immer wirklich Musik anhabt, weil das hebt eure Laune einfach in jedem Moment und sofort. Wenn ihr Lust habt, dann singt und tanzt am besten auch noch dazu. Und mein 10. Tipp ist Kreativität. Also guckt mal, was euch vielleicht interessiert. Vielleicht möchtet ihr gerne was malen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich kann nicht gut selber malen oder ich mache das einfach nicht gerne, aber ich male gerne aus. Und es gibt ja auch diese Mandalas für Erwachsene. Das mache ich zum Beispiel gerne. Oder vielleicht möchtet ihr Musik machen, ein Instrument spielen, was ihr vielleicht früher mal gespielt habt. Oder ihr möchtet ein neues lernen. Oder vielleicht möchtet ihr häkeln oder stricken oder töpfern oder schreiben. Schreiben, da kann ich auch Tagebuch schreiben, wirklich sehr empfehlen. Schaut mal, was euch Kreatives so interessiert. Und nehmt euch da mal mehrmals die Woche einfach Zeit dafür, das zu machen. Und wenn es nur 15 Minuten sind, aber versucht mal ein bisschen Kreativität in euren Alltag zu bringen. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch wieder gefallen und ihr konntet davon was für euren Alltag übernehmen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, was ihr vielleicht noch für Tipps habt, was so kleine Dinge sind, die euer Leben glücklicher machen können. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!